Handball-Weltmeisterschaft 2019 im eigenen Land. Ein deutsches Spiel, live in der Halle sehen. Grandios. Aber was, wenn wir seheingeschränkt oder blind sind? Dann ist das Live-Erleben etwas völlig anderes. Das Quietschen der Sohlen auf dem Hallenboden, das Dribbeln des Balles und das Klatschen der Zuschauer. Alles nur schwer einzuordnen. Doch dank Tor, dem Deutschen Handballbund und der Unterstützung der Aktion Mensch können Blinde und Seheingeschränkte die deutschen Spiele bei der WM in Berlin und Köln live erleben. Mit einer Blindenreportage. Die Kieler im Angriff über die Mitte, über Duvniak, dann über rechts über Steffen Weinhold. Ballverteilung ganz normal in der Mitte. Hendrik Pekeler, über 2 Meter groß, schiebt sich da mit Janke und Pitschkowski hin und her. Und jetzt rotiert der Ball etwas schneller. Wieder in die Mitte zu Weinhold gegeben mit dem linken Wurfarm. Versucht er den Abschluss und er kriegt ihn tatsächlich unten rechts ins Eck. Oh, den darf man mal halten. Milos Butera zeigt keine Reaktion. Also aus dem Winkel, sehr spitzer Winkel von der linken Seite. Und eigentlich schon in Rücklage darf man den so nicht mehr in die Position des Tores bringen. Blindenreportage bei der Handball-WM 2019. Freuen Sie sich auf die Spiele am 10. Januar Deutschland gegen Korea. 12. Januar Deutschland gegen Brasilien. 14. Januar Deutschland gegen Russland, 15. Januar Deutschland gegen Frankreich und am 17. Januar das letzte Gruppenspiel Deutschland gegen Serbien. Die Spiele der Hauptrunde in Köln sind am 19., 21. und 23. Januar. Tickets gibt es unter 01806 20 19 01 für 20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil maximal 60 Cent.